liegt der Fokus, hier belasten wir uns immer aus. Und nach der UWV kommt dann nochmal eine kleine Ruhephase. Und dort versucht man halt erstmal runterzukommen von der Belastung und dann die letzten paar Tage vor der WM nochmal fit zu werden, nochmal speziell sich vorzubereiten und dann geht's los. Meine Stärken liegen in der Schnelligkeit, in der Technik. Ich habe in letzter Zeit gut im Griff gearbeitet und denke ich, dass ich taktisch auch eine Schippe zugelegt habe. Ja. Ja, die Stimmung ist gut, wir kennen uns alle. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir zusammen reisen und ich denke, dass wir das bis zur WM so halten können und dann bei der WM als Team gut auftreten können.